Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir haben ja unser Inventar hier immer noch ein bisschen gefüllt. Das müssen wir ja noch alles verkaufen. Das alles muss auch noch weg. Bräuchten wir noch einen kleinen Kräuterladen irgendwo. Und wir wollten ja noch hier ein paar neue Equipments mal suchen. Und mal schauen, ob wir jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen was Besseres kriegen. Irgendwas Daedrisches mittlerweile wieder. Weil wir wollen ja die ganzen Daedra-Sachen haben, weil das ja die besten Ausrüstungen hier im Game sind. Dann gehen wir hier nochmal rein. Achso, hier waren wir vor. Ja, okay. Dann habe ich da wohl verpeilt, dass wir hier waren. So. Dann müssen wir hier hin. Einmal. Darüber. Aber ich habe auch momentan immer noch keinen Plan, wie wir eigentlich mit der Hauptstory jetzt vorankommen, weil ja, irgendwie ich weiß jetzt nicht, was wir in Sentinel oder Varys noch machen müssen, um voranzukommen. Der hat keine Daedric Katana hier. Schade. Also ihm kann ich jetzt nichts verkaufen, ne? Okay, dann gehen wir mal hier hin. Ja. Ich finde es super, dass die momentan noch gar nichts haben. Aber wir müssen doch irgendwie... Hoppla, da wollte ich jetzt nicht drauf. Hier Level 11 werden wir auch bald erreichen. Sind schon bei 40%. Und... Ja, okay, bei der Dunklen Bruderschaft haben wir es verkackt. Minus 6. Die Bella sind wir bei 24. So, da müssen wir es hin. Da ist der Laden. So, und rein da. Mithril brauchen wir ja nicht. Will schon eher was Daedrisches haben. Ja. Dann gehen wir mal lieber. So, und Süden. So. So, wo ist denn der Kräuterladen? Das hier. Ne, ist ein normaler General Store. Ne, bist du nicht, aber auch interessante Klamotten eigentlich, wenn man ehrlich ist. Hier zum Beispiel das hier. Sieht wirklich sehr interessant aus. Hier haben wir noch einen. Aber die haben komischerweise irgendwie nichts. Warum haben die nichts, was wir gebrauchen können? So, Osten. So. Müsste hier jetzt gleich der nächste Laden sein. Irgendwo. Hier. Ja, Mithril brauchen wir nicht. Hatten wir den? Ja, den hatten wir. Komm, ich bin heute. Ja. So, das ist wahrscheinlich ein Buchladen. Gehe ich mal von aus. Eine Bücherei. Da brauchen wir ja nichts. Hä? Wie kommt es, dass wir den Laden nie besucht hatten? Das ist ja nicht eine Liste ist. Ebony Warhammer, okay. Ne, Iron Dike Katana eher weniger. Der hat sogar magische Items. Zumindest zwei. Dwarf und Tanto brauchen wir nicht. So,
sonst hat er hier nichts, ne? Ja, gut. So, dann hier nochmal rein. Adamantium, Mithril. Ah. Aber die Items werden besser, die wir jetzt hier in den Läden finden. Obwohl nicht alle. So, da haben wir nochmal zwei Banken. Kann ich auf. So. Zwei Bücherladen gehe ich mal von aus. Ja, Bücherei, genau. Da wollen wir nicht hin. So. Schmuckläden wollen wir auch nicht. Ja, dann gehen wir halt erstmal in dem großen Marktstand hier, Marktplatz. So, die Bank. General Store. Mithril, Mithril. Nee, danke. Schöne Unterhose auf jeden Fall. Hier können die Kräuter schon mal verballern. So, genau, hier Ingredients waren das. Und aus dem Waben die ganzen Dinger. Klamotten? Nee, danke. Ich glaube, unser Khajiit-Suit, also unser Cat-Suit, reicht schon vollkommen aus. So. Hier hat er noch nichts. No. Der hat hier jetzt nur Waffen. Ja, ist auch Waffenladen. Der müsste nur auch nur Waffen haben. Dann hier gibt es mehr Rüstung. Hier hat er auch noch nichts Besseres. Ja gut. So, dann müssen wir hier mal kurz hin. Südwestlich. Da müssen die hoffentlich was haben. Ansonsten gehen wir mal weiter. Da haben wir Rüstung. Sogar zweimal. Nope. Irgendwas in Rot haben die ja nicht. Ebony Dagger. Ja, Ebony Dagger brauchen wir jetzt eher nicht. Vor allem, der Ebony Dagger ist eigentlich auch die stärkste Waffe, die man so durch Zufall am Anfang irgendwie kriegen kann, wenn man dann ein neues Spiel startet. So, da hinten haben wir noch einen Thornbreaker. Noch einen Laden. Wenn der nichts hat, dann würde ich sagen, ziehen wir mal weiter. Okay, hier hinter. Da ist er. So, Mithril, nee, danke. Adamantium. Adamantium gefällt mir von der Farbe her eigentlich am meisten, weil der ist am schwärzesten. Bisher nada, niente. Was ich mir aber überlegt hatte, ist vielleicht doch wieder zurück nach Menevia zu gehen. Oder hier, wir schauen mal, haben wir irgendwas auf
I met with Lady Brianna in a tavern room. She told me that the three major powers of the Iliac Bay are Daggerfall, Rarest, and Sentinel. If I am to investigate the mystery of Lysandro's ghost, I should start by speaking with the royal families of these fiefdoms. Ja, dann würde ich sagen, wir reisen vielleicht kurzzeitig nochmal zurück nach Vayrest. So, dauert jetzt ein paar Tage, aber... Oh! Wir sind jetzt aber... Okay, wir müssen nur hunten, aber... Spellbook und dann hier. Wir müssen nur kurz... Ein paar Leute... umnieten. Wie spät haben wir es denn gerade? 7.14 Uhr, okay. Und so. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier wieder den Spellbook und die Lycanthropie wieder weg. So. Und da wir jetzt wieder in Vayrest sind, wo waren nochmal, genau da oben. Achso, das war ja das Labyrinth, genau. Dann versuchen wir es hier noch einmal mit den lieben Herrschaften. Und wir haben ja immer noch die, voilà, so, die Prinz Lotum Castle sind, ne, hier, Princess Morgia of Vayrest. So, my eyes and ears abroad say that you are interested in the fate of a certain letter. Any emperor should not be so careless, nor should be should a queen. Ja, da kennen wir alles, da brauche ich nicht tausendmal durchzulesen. Aber irgendwie müssen wir ja doch weiterkommen. Und dann habe ich null Plan, wie wir in der Story hier vorankommen, was wir machen müssen. So, vor allem hier Sentinel und Vayrest, die fehlen uns ja noch komplett. Vom Gefühl her zumindest. So, da haben wir Prinzessin Morgia. So. Vielleicht kann die hier mir noch irgendwas sagen. Orders of the Lamp, Orders of the Lamp. Yeah. So, the Crusaders, the Cunarin Order, the Knights of the Dragon. Any news vielleicht? Various and summoners of Arkay were close allies until that incident at the palace. Belladere Gearsmith asked me to look for people like you. Go find her at the Beaver and Giant. Nee, das ist jetzt nicht das, was ich machen will. Hier irgendwie? Grand to see you, Max. It warms my heart to see you, Max. Ja, aber... Good day to you, Max. Es bringt mir gerade gar nichts, hier zu sein. Vielleicht wieder zurück nach Sentinel? Alle Wege haben uns ja eigentlich nach Menevia geführt. Oh, jetzt kommt, jetzt muss ich mir meine eigenen Videos nochmal ansehen, um rauszufinden, was da alles gestanden hat oder so. Hätte ich mich vielleicht Notizen machen sollen. Wo ich hin muss und was weiß ich was. So. Oder warte, wie kann ich hier doch vielleicht in Notes? Nee.
Ah, toll, das ist. Mehr erfahre ich hier nicht. Dialognote. Ja, okay, bringt mir gerade gar nichts. Beziehungsweise ich raff es nicht. Das sind ja abgeschlossene Quests. Wo war der Eingang? Ah, hier. So. Da haben wir Lothun. Guten Theomax, how can I help you? Tell me about any news? I just found out that Portago cut a deal with Summoners of Gunaret. Interesting, huh? Any news? Have you heard anything interesting lately? I try not to spread rumors. Hat er doch gerade. Jo. So. Bashi hier, den mögen wir immer noch nicht. Also ich zumindest nicht. Ein ganz komischer Typ auf jeden Fall. Ich mag den nicht. Hier noch mal rein. Vielleicht hat die Königin da oben endlich mal eine Quest. You may be aware that I am forming an alliance with Sauratim to cement our friendship. I have agreed to arrange the death of a consistent threat to him, some sort of monster. This fool parasite lives in a decrepit old place called the Cavern of Despoip. He has agreed to pay the creature's assassin 818 gold in return. Not too bad, I'm sure you'll agree. So does this sound like your sort of an adventure, Maxis? Ja, klar. Recognize a good deal when you hear it, eh? I told Sauratim that the monster would be dead in 10 days, or he could go out and hire someone else. So kill the creature and get over the Bubopara and find him before the time runs out. Oh, I almost forget. I don't know what kind of monster haunts the Cavern of Dispel, but the name Esmebrer has been rumored to be the source of the terror. Wir haben wenigstens eine Quest von der lieben guten Königin da. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, ob es mich zum Thema Lysandus weiterbringt. König Lysandus. Der ermordet wurde oder so ähnlich, auf jeden Fall der gestorben ist, dessen Geist in Daggerfall rumgeistert und immer Vengeance ruft, also wenn man nachts ihm begegnet mit seiner Geisterarmee. Vengeance. Ich mag das aber trotzdem irgendwie. So, was sagt es? So. King Okuriti of Sentinel hired me on behalf of an ally, Sauratim of Bubopara, to slay a monster known only as Esmebre, which has been terrorizing the land around the Cavern of Despoid. Despoid. Find? Oder warte mal, was ich ja letzte Mal rausgefunden habe, ist. So, als ich das nochmal ein bisschen angetastet hatte, wenn wir hier drauf drücken. Können wir dahin direkt schnell reisen? Das habe ich durch Zufall erfahren. So, dann machen wir hier auch nochmal ein Save Game. Ne, hier machen wir auch die 4, weil wir draußen sind. Und dann gehen wir mal rein. Und hier auch nochmal 1 auf die 2. Und dann gehen wir runter. Wir fangen unten an. Jo. Übertreib nicht, Digga. Ja, komm, wir nehmen das auch mal mit. Ich komme hier aber nicht durch.
gar nicht. Aber interessant, wie der hier alle abgeschlachtet hat. Und hier ist niemand. Da will ich rein. Der Ork-Schamane ist jetzt gestorben. Wurde aber auch Zeit. Komm. Alles mitnehmen. Und schon gleich wieder voll. Die Dinger haben wir ewig nicht mehr gesehen. Oh. Und jetzt? Jetzt sind wir einmal hier komplett drumherum. So, alles da rein. Ja, golden packen wir auch mal. Die 11, 2, 3, 1. Alles da rein. Dann haben wir nur noch die 20.000 und hier die 15.000. Gab's da jetzt irgendwo noch einen Geheimgang? Irgendwie irgendwas, dass wir da rein können? Nee, ist nur dieser eine. Nur dieser eine Raum. So. Naja, die Arbeit haben die ja für uns erledigt, also. Das wird jetzt ein Spaß. Den können wir nicht looten, aber den hier. Ah, wir sind voll? Okay. Aber da können wir noch mitnehmen. Das war jetzt super. Die Arbeit konnten wir uns jetzt sparen, die alle abzumurksen. So. Alles in den Wagen rein. Ach, hier. Hier haben wir nichts. Das. Und wieder runter. Jetzt bin ich gespannt, was das für ein Gegner sein soll. Beziehungsweise den hier müssen wir noch. Den Rest looten. Ah! Okay. Wir machen sofort wieder auf. Weil wir hätten ahnen können, dass es wie eine Fackel ist. Warte. Hier ein Stuhl. Dass die Fackel das aufmachen könnte. So, wen haben wir hier? Niemanden. Aber irgendwo ging was auf. So, hier rein. Ui. Okay, den haben wir. Boah. Erschreck mich nicht. Who dares disturb Asmebra, the terrible in his lair? Your skull will soon hang on my wall as a trophy. Okay, ist ein Vampir. You have slain Asmebra. Was? Lichtdust. Da hinten ist noch ein Monster. Aber ich hatte jetzt ein Ich. Also nur ein Riese. Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass die direkt hier so alle auftauchen. Mir entgegenlaufen hier. Okay, die hält ein bisschen länger was aus. Aber nehmen wir trotzdem alles mit. Oh, wird doch noch eine längere Geschichte hier.
Priesterrobe. Autsch. Ich hab da gespürt. Ja, wir gehen einmal noch mal kurz zurück zum Wagen. Alles einlagern. Und... Ne, hier war es noch nicht. Hier war das. So. Dann einmal alles removen. Hier haben wir nichts. Hier haben wir das, das. Und Gold haben wir wieder 3000. 3, 2, 7, 0. Dann haben wir jetzt wenigstens wieder Platz und machen nochmal ein Safe Game, weil wir die eine da erledigt haben. Hoppla, da lang. Und hier schnell runter. Da war die Tür. Hier noch entlang und dann bleiben wir erstmal noch auf der Etage. Komm. Okay, wieder ein neuer Bereich. Autsch. Ich habe da gespürt. Okay, dann halt jetzt die andere Treppe. Ne, die Kills nehmen wir auf jeden Fall auch. Zumindest. Die Kills nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Zumindest alle, die wir können. Genau, wie dessen Blut. Yo! Sonst liegt hier nichts mehr. Okay, einmal kurz das machen. Weil schon viel Leben verloren. Und hier noch mal ganz hoch. Ach, hier bin ich. Okay, wieder ein komplett neuer Bereich. Wir bleiben auf der Etage. Alter, wo geht's denn hier noch lang? Also, der hat ja auch was. An Blut. Autsch. Okay, hier gibt's aber nichts. Ich hoffe, hier ist jetzt Ende. Ach nee, hier geht's auch noch weiter. Egal, wie weit? Immer ein Mithril-Tanto. Ja. Immerhin ist hier jetzt Ende. Und den ganzen Weg wieder zurück. So, dann war es hier hoch, glaube ich. Genau, durch diese Tür kamen wir. Ja. Hier kamen wir, glaube ich, durch, oder? Genau, von da kamen wir, also müssen wir jetzt hier lang. Hier sieht es jetzt nicht nach einer Geheimtür aus. Wo bin ich denn? Da. Nope, keine Geheimtür, dann sind wir hier durch. Würde ich mal anmerken. Oder? Nee, hier waren wir noch gar nicht.
Und hier ist auch niemand. Und auch gar nichts. Also hat sich das auch super gelohnt, hier hinzugehen. Genau, von hier kam er gerade. Und den hatten wir auch schon. Waren wir hier schon? Ja. Das heißt, dann können wir den kompletten Weg wieder zurückgehen. So, ein bisschen Tempo. Da lang. Und dann müssen wir so einen komischen Ort namens Buba, wie auch immer, suchen. So, aber wir gehen jetzt mal raus. Wir sind hier durch. Wie heißt der Ort? So. Ah, okay. Kann ich jetzt nicht nochmal klicken. Bubopara. Da ganz oben, okay. Da müssen wir hin. Sortim müssen wir suchen. Irgendwer wird mir bestimmt sagen, wo der ist. So. General. Nee, vielleicht hier People. Sortim. Sorry, I haven't cleared. Okay, dann nicht. Ich vergaß, dass ich mit den Leuten hier auf Land reden muss. Hier, gute Dame. Sie wissen doch bestimmt, wo Sauertim ist. Alright, I gotta go. Excuse me, I actually have... Ja, okay. Green Wing Residence, okay. Ich bin sogar in der Nähe. Und hier haben wir einen Laden. Ist das der? Nee. Das da ist der Laden. Hier können wir schon mal ein bisschen was verkaufen. So, ich habe hier was für dich. Darfst du alles haben. So, das darfst du haben. Und das alles. Ja, komm. Ist ein guter Preis, ne? Der hat jetzt nichts. Orkish Flail. Ich glaube wirklich, wir müssen nur ein paar Level aufsteigen, dann kommt das jetzt. Welchen Level haben wir? Also wir sind immer noch Level 10, aber 46% haben wir nur erreicht. Okay. Und das da war jetzt das Haus, wo wir hin müssen. Das hier. Gehe ich mal auf. Is er dat? Yes, I've already heard word that our giant pestilence is at an end. I don't know where Queen Akoriti found you, but I'm glad she did. Here's your 818 gold pieces reward. Thank you for your service, Max. Jo, danke schon. Ist hier noch irgendwas? Nö. So, dann würde ich sagen, wir reisen nochmal zurück nach Sentinel. Ich muss jetzt nicht hunten. Und in der nächsten Folge gehen wir nochmal zurück zu Akoriti. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.